R-E-W-I-N-S-I-D. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire. Und nachdem ich mich gestern erstmal ein bisschen ausgeschlafen habe und ich mich erstmal gewundert habe, wo Tobi ist, dachte ich, gehe ich jetzt erstmal nach ihm schauen, ob es ihm gut geht und dieser ganzen Geschichte. Und dann müssen wir dringend anfangen, Leute, und gemeinsam uns auf die Suche nach Pat und diesen seltsamen Leuten von der Mafia machen. Oder dunkle Bruderschaft oder wie auch immer sie sich nennen. Keine Ahnung, ich hoffe mal, dass Tobi überhaupt zu Hause ist. Was entsteht hier? Hier entsteht ein Supermarkt. Ja, das ist natürlich auch schön. Warum nicht, ne? So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob hier irgendjemand ist. Hallo? Tobi? Baby? Tobi, ich was? Ich bin hier unten. Ach, Mann, was ist denn das? Ja, ich komme. Tobi? Ja, komm her. Hey, Gott, hey, hallo. Was geht ab? Hi. Warte mal. Wieso bist du heute Morgen einfach abgehauen? Ich wollte nur noch. Ich habe was vorgehabt hier. Ja, hier. Alles gut. Egal. Was denn? Ich bin ja ein bisschen verwirrt. Bisschen alles gut. Ja? Ich habe hier was noch machen müssen. Ich bin früh aufgestanden. Schau jetzt mal an. Moment mal. Was ist das hier? Ist ja auch egal. Oh, was? Naja. Fahndungsplakate! Ja, natürlich. Ich hab mir gedacht... Nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr gut, Alter. Sehr gut, nicht schlecht. Ich hab mir gedacht, wir müssen Petted farmen. Und ich denke, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir die Bürger darauf aufmerksam machen können. Aber die Bürger interessieren dich doch gar nicht dafür. Du hast doch mitbekommen, wie Baloo und Petted reagiert haben. Mann, wenn man sowas aufhängt, dann werden die denken, dass es ein Straftäter oder was weiß ich ist. Was ist hier vorne? Du hast hier immer... Das ist hier ein... Was? Ja, ist ein Rettungsballon, so ein kleiner. Okay, das ist aber geheim. Wenn du es jemandem sagst, dann... Nein, alles gut. Ja, dann lassen die ganzen Poster jetzt aufhängen, komm bitte. Nimm das hier mit. Und dann würde ich sagen, geh bitte in die Stadt. Noch. Ich meine, das sollte ja jedem ersichtlich sein. Die Grundnachricht ist ja zu verstehen. Aber nochmal, ich meine, meinst du wirklich, dass das irgendwas bringt? Die anderen aus der Stadt interessiert das doch kein bisschen, ob das hat doch alles keinen natürlich, Sinn. Natürlich, das wird schon helfen. Pass auf. Guck mal, deine Wahlplakate und so haben auch geholfen. Die Bürger, die stehen auf sowas. Ja, warte, wir können doch hier mal Plakate aufhängen. Wir müssen jetzt tätig werden, Alter. Wir müssen anfangen und es bringt nichts, wenn wir irgendwelche Wände zu plakatieren. Wir müssen verdammt nochmal eine Bürgerwehr oder sowas bilden oder eine Polizei und dann anfangen, diesen Leuten halt mal den Garaus zu machen, Tobi. Wir lassen uns hier unterjochen und das kann so nicht weitergehen, wenn du verstehst. Ja, das ist doch schon mal ein Anfang, wenn man wenigstens was macht gegen die Straftäter. Gegen die Leute, die uns terrorisieren. Ich hoffe mal, dass die Leute das verstehen und ich hoffe mal vor allem, dass auch irgendwann Kevin und so mal von ihrer seltsamen in einer Stadt wiederkommen. Das ist alles gerade hier mehr als nur seltsam. Das ist wirklich echt... Und wie das Wichtigste auf dem Plakat steht sogar, dass man Geld dafür bekommt. Wenn ja, ich hoffe mal, dass das auch irgendwer anerkennt und irgendwer wahrnimmt. Das wäre töricht von den Leuten, nicht dieser Sache nachzugehen. Zumal eine Menge Leute gerade finanzielle Probleme haben. Was ist eigentlich mit Corona passiert? Hast du da irgendwie noch was mitbekommen? Ich weiß nicht, er war schon lange nicht mehr hier. Ich habe überhaupt sein keine Haus Ahnung, ist auch zerstört gewesen. Ich habe ihm ein bisschen geholfen, aber irgendwie... Ich glaube, dass der Typ von allen dann ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß es auch nicht. Immer noch zerstört. Da müssen wir uns auch mal drum kümmern. Es gibt noch so viel zu tun und jetzt kommt diese verdammte Mafia daher und macht es alles noch schwerer für uns, oder was? Ja, wir kümmern uns hier drum und wenn sich jemand meldet, dann haben wir auch einen kleinen Anhaltspunkt, wo wir vielleicht das Ganze hier stoppen können. Ne, ich weiß nicht. Also ich bezweifle wirklich, dass das was bringt, aber die Plakate sehen wirklich gut aus. Ich meine, Mann, es gibt Geld aus. Und ich meine, irgendjemand muss natürlich anspringen. Ja, warte mal, wo bist du gerade? Komm mal hier vorne zu Klimmchen. Ich bin bei dir zum Haus. Ja, ich bin unterwegs. Was haben wir hier noch alles? Pass mal auf. Das Ding ist, haben wir vorne das ganze Bezirk bei Kevin abgedeckt? Ich weiß es nicht. Warte mal. Ich gehe nochmal ganz kurz hier rüber. Lass uns mal ganz kurz rüber zu Mazi gehen und dann nochmal, vielleicht bei Mazi nochmal ein paar Plakate aufhängen. Dann gehen wir nochmal zu Tinus, wo wir gerade waren. Ich wollte das jetzt nur machen, nicht, dass wir es vergessen, weißt du? Ja. Oh, Gottes Willen, Alter. Ich weiß wirklich nicht. Ich weiß. Ach, keine Ahnung. Vor allem, ich traue mich hier vorne in diese neue Stadt, traue ich mich auch nicht rein. Das sieht alles auch so. Ich weiß auch nicht, was da passiert. Ich glaube, das ist hier, das sehen das die Leute. Das ist irgendwie das ziemlich komisch, so. Lass uns am Gefängnis vielleicht noch 2-3 aufhängen und dann gehen wir rüber zu Tinus und dann ist gut. Ich komme von der anderen Seite. Ja, ich komme. Das Problem ist, ich habe Petrit so oft die Möglichkeit gegeben, sich zu integrieren als vernünftiger Bürger. Er hat die Möglichkeit gehabt, irgendwie ein Teil der Gemeinschaft zu werden. Und was macht der draus? Gar nichts. Er geht jedes Mal hin und tyrannisiert und raubt und plündert und Brandschatz und alles und das ist doch... Er schätzt es alles nicht, was du für ihn tust. Hast du nicht auch das Gefühl, dass Petted der Leader des Ganzen ist, der Anführer irgendwie? Ja, schon. Er hat auf jeden Fall sehr mächtig und sehr dominant geklungen. Ich denke, und der hat auf jeden Fall die anderen, ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen, wer war dieser Kerl mit dem rosa Gesicht? Das ist doch nicht weiß normal. Nicht. Ich hab ihn auch noch nie gesehen und das war ziemlich aufgeschwollen, aber was ist... Oh. Ja, hey. hier baut Sinus gerade, das ist alles. Da habe ich hängen hier was hin. Hier noch, vielleicht hier vorne noch, genau. Dann lass uns mal hier rüber gehen. Vielleicht finden wir hier noch irgendwie. Guck mal, was hier alles noch entsteht. Das machen auf jeden Fall viele Bürger was. Ja, definitiv. Lass uns mal hier vielleicht einmal um die Säule herum plakatieren. Gottes Willen, Alter. Ich meine. Ich mache die ganzen Häuser hier. Ja, pass auf, ich gehe ganz kurz runter in die Gasse. Komm mal mit hier. Hier vorne vielleicht nochmal. Hier ist auch alles zerstört. Das muss alles mal aufgebaut werden, verdammt nochmal. Das kann doch nicht genau wahr sein. Genau deswegen brauchen Leute Geld und genau deswegen ist es gerade gut, sowas hier aufzuhängen. Ja, aber meinst du denn wirklich, dass irgendwer von denen hingeht und einfach.
ich glaube, Tobi, ich wage es zu bezweifeln. Ich meine, wir kennen unsere Bürger und du hast eben schon gemerkt, wie Baloui und Kevin reagiert haben. Die hat es überhaupt nicht interessiert, was hier passiert ist. Geschweige denn, dass die ein Interesse daran haben, dass hier irgendwann mal Gerechtigkeit einkehrt. Die sind doch nur auf ihre eigenen Sachen irgendwie erpicht. Denen ist doch alles total egal letztendlich. Ja, ich habe das Gefühl, dass wir uns alle fremd hier sind in der Stadt irgendwie. Mm-hmm. Wir müssen auf jeden Fall mal was einführen, damit wir... Pass mal auf, was ich weiß nicht. Wir haben noch genügend Plakate. Oder warte, pass mal auf. Komm mal mit mir. Lass uns einmal noch die Gasse zu plakatieren, dann ist gut. Dann gehen wir zurück und dann würde ich sagen, fangen wir vielleicht weiter an, dem Kriegsschiff zu bauen. Oder was hältst du davon? Ja, das ist eine gute Idee. Hier ist alles zu und hier vorne vielleicht nochmal ganz kurz. Warte mal, hier bei Gorma im alten Haus. Ach Gott, den haben wir auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Es ist wirklich seltsam. Den kannte ich gar nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was zum Teufel? Bleib stehen! Was? Hey! Petrit! Hör auf! Oh! Bleib sofort stehen oder ihr werdet es bitter bereuen. Bleib stehen! Ja, alles gut. Häng die Plakate ab. Ich hab das gesehen. Welche Plakate? Au! Wir werden die Plakate sicherlich nicht abhängen, Petrit, du Verrückter. Wenn ihr die Plakate nicht abhängt... Was ist dann die Konsequenz, hä? Die Stadt wird brennen. Wir werden alle unsere Register ziehen. Alles, was wir besitzen. Alles. Ich will morgen sehen, dass die Plakate nicht mehr da hängen. Hör auf, die Stadt zu zerstören, du Geistkranker. Hör auf! Hast du verstanden? Ich sagte, hör auf! Lass die Stadt in Ruhe! Okay, das heißt... Dreckiger! Verschwinde, Mann! Los, verschwinde! Ich sag dir die Kampfansage! Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt! Verschwinde, los! Verschwinde, komm! Stell dich doch im Zweikampf, hä? Zieht doch alle eure Register, komm schon! Los! Ich hab ihn! Er ist hier unten irgendwo! Hilfe! Ich such ihn! Wo ist der? Der ist weg! Er ist entkommen! Verdammt. Du bist das, verdammt! Au! Da unten ist er! Ich hol ihn mir! Oh, nein. Du wirst K.O. gehen, mein Freund! Er ist... Was? Ah, verdammt! Wo ist er hin? Ich weiß es nicht. Er ist abgehauen mit seinem dreckigen Stab. Wir können nicht flüchten. Wir werden die Plakate sicherlich nicht abhängen, Tobi. Egal, was passiert. Wir werden die Plakate auf keinen Fall abhängen. Das sollen sie schön selber machen. Das ging zu weit, Tobi. Tobi, wir brauchen was brauchen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall durch. Wir brauchen eine Stadt, wir brauchen eine Bürgerwehr, Tobi. Wir brauchen Menschen, die sich darum kümmern, die das gleiche fühlen wie wir. Wir werden uns nicht weiterhin so unterjochen lassen. Ich bin verdammt der Bürgermeister. Da vorne sind sie. Ja, sie sind hier unten ist Petrit. Komm, los! Lauf doch, hä? Komm, los, verschwinde. Er traut sich nicht zu kämpfen. Ja, natürlich traut er sich nicht zu kämpfen, dieser lächerliche Bastard. Sie sind im Mooshaus. Ich hab sie verloren, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, komm zurück. Ich will mich jetzt auch nicht irgendwie in den Hinterhalt. Oh Gott, Tobi, wie gesagt, wir brauchen eine Bürgerwehr. Wir brauchen eine verdammt starke Waffe, um irgendwas gegen die ausrichten zu können. Überleg mal, wir brauchen irgendwas, was den richtig... Pass mal auf, lass uns mal die Waffenfabrik gehen, da ein bisschen brainstormen. Wir brauchen irgendwas unglaublich Mächtiges, irgendwas unglaublich Starkes, damit wir irgendeine Chance gegen die haben. Ich meine, wenn sie sagen, sie ziehen alle Register, aber ich will gar nicht wissen, was das bedeutet für uns, Tobi. Ich will es nicht wissen, wirklich nicht. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas entwickeln, womit wir gegenschlagen können. Pass mal auf, Tobi. Kriegen wir es vielleicht hin, dass wir die Stanze und die Walze hier eventuell ein wenig umbauen, dass das eventuell natürlich, das Neue ist. Natürlich, ist alles möglich. Pass auf, Tobi, pass mal auf. Hier ist dein Büro, richtig? Ja, Gott, das ist sehr karg hier eingerichtet, richtig. Tobi. Pass auf. So hart es jetzt klingen mag. Wir müssen jetzt über Nacht was Krasses entwickeln, was richtig Heftiges, Tobi. Das muss morgen fertig sein. Wir brauchen irgendwas Starkes gegen die verdammten, aber wir brauchen irgendwas. Lass uns mal hier rausgehen, diese verdammten Hühner, geh mir auf den Nerv. Ja. Pass mal auf. Wir müssen das Walzwerk und die Stanze und die Presse bis morgen umgebaut haben. Wir brauchen irgendeine Waffe gegen die den richtig, ja, wortwörtlich Feuer unterm Hintern macht, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, das kann, ich weiß. Schau mal, Tobi, was wir alles getan haben für die Stadt. Wir haben diese U-Bahn gebaut, wir haben das Badehaus, das kommt noch, und wir haben noch so viele Pläne vor, Tobi. Und diese dreckigen Hunde gehen allen Ernstes hin und versuchen uns daran zu hindern, hier ein friedliches Miteinander in der Stadt zu führen. Tobi, das lasse ich mir nicht länger bieten. Wir brauchen eine richtig starke Waffe, pass auf. Weißt du, was wir machen? Wir setzen uns heute Abend gleich direkt zusammen oder vor mir ist morgen früh, ist es mir egal. Und dann entwickeln wir etwas, Tobi, was den wirklich richtig Angst einjagt. Verstehst du, was ich meine? Okay, ich werde auf jeden Fall mich darum kümmern, dass ich die Firma umbaue, dass ich hier alles Pass mal auf, ich meine, ich kriegen wir es eventuell hin, Tobi? Ich meine, wir haben ja bereits die Kanonen, diese Handkanonen, die Musketen. Weißt du, was ich meine? Gibt es eventuell die Möglichkeit, das Ganze auf, wenn du verstehst, auf viel kleineren Raum zu machen, wenn du verstehst? Ich meine, auf eine Art, dass es wie eine Handkanone ist, nur mit einem größeren Projektil, mit einer großen Kugel. Verstehst du, was ich meine? Ich habe schon eine Idee. Kriegen wir das irgendwie hin, dass das Ding irgendwie, weiß ich nicht, dass es Feuer spuckt oder, es muss doch irgendwas geben. Das Problem ist, ich hatte ja gesagt, dass wir mit den Drachen vielleicht zusammen irgendwas machen, aber sämtliche Drachen sind... Wir können das System in den Drachen benutzen. Du weißt wahrscheinlich, was mit den Drachen passiert ist. Die Drachen sind ja jetzt dank dem Urdrachen, aber nichtsdestotrotz, wir brauchen wirklich etwas, was den richtig, richtig Feuer unterm Arsch macht. Kriegst du das hin? Ich habe auf jeden Fall schon eine Idee, ich setze mich sofort dran, wir treffen uns heute Abend. Dann habe ich noch eine andere Frage an dich. Wolltest du nicht eigentlich hier oben Glas einbauen bei mir?
Ja, natürlich wollte ich das. Das ist aber nicht so wichtig. Meine ganzen Bücher werden halt ständig nass, aber das ist kein Problem, Tobi. Ich kümmere mich drum. Gut, pass auf, Tobi. Dann würde ich sagen, wir klären das einfach morgen, okay? Ja, morgen früh. Ich bin morgen früh bei deinem Haus. Alles klar. Ich kann auf dich zählen? Ja, natürlich kannst du auf mich zählen. Gut. Ich begebe mich jetzt sofort in die Firma und ja. Okay, dann mach's gut. Bis die Tage, Tobi. Auf Wiedersehen. Tschüss. Mach's gut. Ciao.